Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und der Iswa hat mich gestern gefragt, ob es momentan überhaupt wilde Kanimanis gibt. Und ja, es gibt sie. Neben diesem komischen Zauberei, was die ganze Zeit hier leuchtet, sitzt nämlich eins. Und daneben ein Yanma. Wollen es mal kurz andrücken hier. Extra für ein Iswo als Beweis, dass es Kanimani gibt. Aber wir wollen heute erstmal unseren Feldforschungsdurchbruch abholen. Mal schauen, ob wir vielleicht ein Shiny Evoli mit Blumenkranz bekommen. Erstmal gibt es aber ein Dragosso obendrauf und dann gibt es wieder neue News bezüglich Krypto-Pokémon und Team Rocket Stops. Und dann wurden neue Krypto-Pokémon auf jeden Fall eingeführt. Ihr wisst ja, Welle 1, Welle 2 habe ich ja alle Familien gesammelt, habe die dann alle fürs Video mal durchentwickelt. Erlöst nicht unbedingt, erlösen würde ich nur die kleinen, die 1000 Sternenstaub brauchen oder eben wenn sie zu einem 100er werden. Ah, Pandimos, das ist auch so eine Sache. Wenn in Woche 2 beim Ultra-Bonus die Kontinentalen als Shiny eingeführt werden, was ist dann, wenn man ein wildes Pandimos fängt? Kann das auch Shiny sein? Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Normalerweise werden Shinies ja immer so eingeführt. Die Babys gab es nur aus Eiern, die Kontinentalen gibt es natürlich auch wild. Kann man also in Europa dann Pandimos auch Shiny wild fangen? Das ist eine gute Frage, das wäre natürlich genial. Wäre sinnlos, wenn es sie nur aus Eiern gäbe und dann eben nur diese eine Woche. Da muss man ja wieder so viel reincashen, um überhaupt irgendwas zu erreichen. Jetzt gucken wir aber mal kurz hier nach dem Feldforschungsdurchbruch. 3 Sonderbonbons, 3000. Und ist es ein Shiny? Ist es kein Shiny? Nein, es ist kein Shiny, ein normales Evoli mit 444. Also ein Blumenkranz-Evoli mit 444. Wir haben davon ja schon 4, 5, 6 Shiny Evoli mit Blumenkranz gehabt. Die nehme ich immer zum Tauschen gegen andere Shiny Babys, die mir fehlen. Wie Schilling immer sagt, das ist so begehrt und alle beneiden ihn darum, dass er eins hat. Ich habe meine einfach alle weggegeben, weil ich finde, wenn ich eins habe, das reicht. Ja, ist schlecht, braucht man auch nicht, könnte man eigentlich auch direkt wegschicken, machen wir auch. Und jetzt gucken wir nochmal kurz auf die Krypto-Pokémon, das Ei ist immer noch nicht auf, was ist bloß damit los? 6 Raids in der Nähe, das soll ein Absol sein übrigens, sieht man nämlich hier an den Stolperstein, ein Absol, wir können aber drauf drücken, um den Zauber zu brechen. Genau, dann müsste es nämlich normal anzeigen, Absol, habe ich aber auch schon als Shiny, brauche ich also nicht. Und wir gehen mal auf Neuigkeiten, denn hier habt ihr es, Team Go Rocket hat Myrapla, Lavita und mehr zu Krypto-Pokémon gemacht. Das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken, welche da dabei sind und dann gehen wir natürlich wieder los, werden die nächsten Tage versuchen, die ganzen Kryptos zu fangen, von jedem wieder 2, 3, 4 Stück, je nachdem, wie viel man braucht, um die Familien voll zu haben und die dann extra in der Folge alle für euch durchentwickeln, wenn wir damit abgeschlossen sind. Shiny Pinsir, ach Shiny, Krypto, Schatten Pinsir, Shadow Pinsir. Sollte ja auch schon einen längeren Zeitraum hinzugefügt worden sein, aber wahrscheinlich wurde der nur in den Daten wiedergefunden, den gibt es noch nicht. Jetzt die Release, da ist auch kein Pinsir dabei, also da kann man noch ein bisschen warten. Hier habt ihr aber jetzt Sachen wie zum Beispiel Myrapla vom Typ Pflanze natürlich, Duflor. Von Giflor steht nichts dabei, aber Giflor, das könnt ihr natürlich dann daraus entwickeln. Als Counter würdet ihr aber Duflor auch noch mitbekommen. Gibt es ja manchmal, dass man auch eine Entwicklung daraus zieht. Myrapla und Duflor also. Das ist schon mal genial. Da habt ihr ja dann auch gleich 4 neue Pokémon. Weil da ist ja auch Blubella dann noch dabei. Das dürft ihr ja auch nicht vergessen. Das kann man ja auch noch nehmen. Blutzug und Omot. Das also auch so kleines Gefaxe. Enton. Und Entoron natürlich. Aber Entoron bekommt man nicht daraus, deswegen steht nur Enton da, Fukano und Akani natürlich habt ihr dann in eurer Sammlung, woraus aber Akani auch nicht als Belohnung. Abra auch nur die normale Stufe, die anderen zwei müsst ihr entwickeln. Nocturne ist auf jeden Fall interessant. Kikli gibt es also nicht, Capoeira nicht, aber Nocturne, warum ausgerechnet Nocturne? Wieso haben die nicht gleich Nocturne und Kikli rein? Lavita und Chelast. Das Chelast ist auch irgendwie, das sind nur Sachen so von der ersten Generation und plötzlich ein Chelast dabei. Aber das vielleicht wegen dem Chelast C-Day, der ja näher rückt. Denn beim letzten Mal haben sie ja dann auch ein, was war das? Das war aber nach dem C-Day, glaube ich. Nach dem C-Day haben sie doch das
Genau, reingemacht, wo ich mir auch dachte, das passt gar nicht dazu. Aber die Highlights für mich persönlich hier, erstmal Nocturne und natürlich Lavita, denn ein Krypto-Shadow-Despot da wird einfach richtig brutal sein. Und wer noch kein gutes Despot da hat, wird auf diesem Wege sicherlich schauen, dass er viele Lavita-Stops macht und sich eben ein richtig krasses Despodar dann zusammenbastelt, hundertprozentiges. Ich habe ja damals 260 Despodar-Raids oder irgendwas gemacht und dann hatte ich 6, 7, 98er Despodar, aber immer noch kein hundertprozentiges. Da habe ich es dann aufgegeben. Jetzt vielleicht ganz einfach ein paar Lavita Rocket Stops abgrasen, ein paar erlösen und vielleicht habt ihr dann ein 100er dabei. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Gerüchten zufolge soll der auch Kaumalat kommen. Von Lavita war nicht die Rede. Jetzt gibt es also noch keinen Kaumalat, was auch ein bisschen zu früh wäre, wenn man das schon jetzt so hinterhergeworfen bekommt, zum Bonbons-Farm und zum Erlösen und gleich 100er sich holen und alles Mögliche. Aber Lavita, das ist eine coole Sache, da freuen sich bestimmt viele. Und das Bild oben sieht auch genial aus. Auf was freut ihr euch aber am meisten von den Sachen? Mirapla, Duflo, Blutzug, Omot, Enton, Vulcano, Abra, Nocturne, Lavita und Cellast, schreibt's mal in die Kommentare. Und ihr seht, Herr Ramses ist total, der ist schon wieder irgendwo, wo er nicht sein soll. Heute ein chilliger Tag, heute schalte ich mal den Gang runter, bin nämlich total im Eimer wieder mal. Morgen ist, glaube ich, noch X-Raid und einige X-Raids wurden jetzt sogar schon abgesagt. Da gab es wieder 5 freie Pässe und 50.000 Sternenstaub. Habe ich in ein paar Gruppen gesehen, ob das jetzt einfach bedingt war, weil dort irgendwas vor Ort war oder weil sie die jetzt absagen wollen, dadurch, dass die Oxys jetzt in die normalen Raids kommt, was dann schon wieder Theorien waren, die da zusammengesponnen wurden. Glaube ich aber nicht, das hat bestimmt was direkt mit diesem X-Raid zu tun gehabt und gilt nicht für alle. Also morgen dann nochmal die Oxys X-Raid, da werde ich euch mitnehmen. Heute eine kleine Infofolge und heute Abend versuche ich noch was anderes rauszuhauen als Video, ein Zeichen von Ramses an die Welt gegen Mobbing. Wenn du denkst, du bist anders, es gibt immer jemanden, der dich so akzeptiert, wie du bist. Das seht ihr aber heute Abend in einem Video. Da habe ich nämlich was Lustiges gekauft, aber das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend und spätestens morgen dann beim X-Raid auf jeden Fall. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.